Herzlich willkommen, mein Name ist Sven. Heute gibt es eine ganz neue Indisch Curry mit Kartoffeln und Weißkohl. So, fangen wir an. So, zum ersten Kartoffelschäler. Für diese Rezept nehme ich Festkochkartoffeln. Weißt du warum? Festkochkartoffeln zerbrechen nicht einfach in Pfanne. Scheiben schneiden. Halbes kleines Öl in Pfanne. So, Kartoffeln in Pfanne geben. Ein bisschen Senfsamen geben. 3 Minuten anbraten. Weiter schneide ich Weißkohl. Eigentlich gerne so schneiden. Und mit dieser Reste kann man länger behalten. Dann schneide ich ca. 1 cm Streifen. Die Weißkohl auch in Pfanne geben. Noch ca. 3 Minuten anbraten. Weiter schneide ich Chili. Entkernen. Und links schneiden. Und Chili auch in Pfanne geben. Weiter Ingwer. Ca. 1 Esslöffel, ist genug. Koriander. Kreuzkümmel. Und Kurkuma. So, ca. 1 Minute umrühren. Mit Wasserablösung. Einmal aufkochen. Und 10 Minuten leicht kochen lassen. Amino Coco Würze Soße. Noch ein bisschen Salz. Und Schwarzpfeffer. Zum Schluss noch Koriander. So, Koriander bestreuen. Voilà, Indisch Curry ist fertig. Jetzt kann man essen. Würzig, leicht cremig und in Hand umdrehen zubereiten. Probieren es aus. Und schreibe mir unten, wie es dir gefallen hat. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anderes Mal.